Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe ziemlich ausdruckslos angehört. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich rede wieder Schwachsinn. Jedenfalls, es geht weiter. Wir gehen in den Wald, um Holz zu sammeln. Im Wald erwarteten einen immer Abenteuer. Das Holz war gesammelt und das Königreich würde schon bald davon reich werden. Gut zu wissen. Zum Schauplatz gehen. So können wir zu den wichtigsten Orten gehen, also zum Stadtplatz, zum Friedhof, zu der Richtstätte, Hafenanlage, Weg zum Dorf und Wald. Und mit dem Auge des Wächters können wir so herumschauen und zu den einzelnen Gebäuden gehen. Hier der Thronsaal, da ist der Spiontrakt, Zauberturm, Klinik. Das ist noch alles nicht da, weil ich es noch nicht gebaut habe, aber sobald man es gebaut hat, ist die Sicht des Wächters sehr wichtig. Jetzt reden wir mit dem Typen. Sowas gibt es auch, dass man... Das habe ich jetzt ein bisschen zu schnell weggetan. Also solche Aktionen gibt es auch, wo man sich entscheiden muss. So, jetzt gehen wir zum Dorfladen. Da kann man noch die Waffen kaufen, aber sobald man einen Schmied hat, kann der auch Waffen herstellen und die sind qualitativ besser. Hoffe ich jedenfalls. So. Jetzt kaufe ich mir Geflügel. Das Geflügel, also Nahrungsmittel an sich, braucht man zum Kochen. Jetzt, das ist eine dieser Entscheidungsfragen, die kann man sich zwar durchlesen, aber ja, wie soll ich das Land regieren? Und ich weiß halt mit Sicherheit. Ich habe es immer mit Sicherheit gemacht. Ah, das kann ich euch zeigen. Wenn man eine bessere Rüstung erhält, dann kann man die einfach so anlegen. Na, wo bleibst du? So, und jetzt wird er mich ansprechen. Ja, da ist ein Band. Nein, irgendein Schandtat-Typ, Täter. Mein Gott. Ich wurde belästigt. Bitte, König, bestrafe ihn. Natürlich mache ich's. Jetzt muss ich zum Stadtplatz gehen. Und sie an den Pranger stellen. Es ist eigentlich sehr selten, dass das eine Frau ist. Also meistens ist es bei mir ein Mann. So, jetzt tun wir die Frau in Pranger stellen. Schauplatz. Ah, die Grünbestie. Kann ich euch auch zeigen. Wenn man die Bestie füttert, dann füttert man eine Bestie. Wow. Ja, man kann auch die Bestie töten, aber dazu bin ich viel zu schwach. Also ich fütter es mal, bin nett zu ihr. Alle, hopp! Miam, miam, miam. Als ich mal den Quest als Spion durchgeführt habe, bin ich auch mal am Brand gestanden. Das war nicht so schön. Als König kann dir das natürlich nicht passieren. Aber als Spion, ja. Jetzt muss ich ein Ei auf diese Frau werfen. Eigentlich böse, ziemlich böse. So. Jetzt ruhen wir uns aus und dann kochen wir etwas Schönes. So was gibt es auch, dass man sich entscheiden muss, also Entscheidungsaufgaben. Und diese hier ist, ob ich einen Baden bezirzen will oder eine elegante Kauffrau, und ich nehme die Kauffrau. Jetzt muss ich Freundschaft mit ihr schließen.
Es dauert leider noch, das... Also falls ich weitere Let's Plays über Sims Mittelalter drehe, dann werde ich das höchstwahrscheinlich schneiden. Diesmal habe ich es nicht gemacht. Ich muss ein bisschen anbauen. Also wie die Interrogationen gehen, das wisst ihr eh sicher. Das ist... hat sich nichts geändert. Jetzt müssen wir wieder mit Ressourcen geben. Ah, jetzt sind die Aufgaben, also zwei neue Gesetze verfassen und einen Vertrag zum Frieden schreiben. Sind jetzt vielleicht die Aufgaben. Gut, jetzt muss ich einen königlichen Ratgeber einstellen. Dazu habe ich den Brief geschrieben und muss ihn jetzt da einwerfen. Wenn ich nicht der Monarch wäre, sondern zum Beispiel ein Arzt, der Schmied, der Spion, Bade oder andere Jobgilden, dann müsste ich Steuern zahlen und die würde ich da einzahlen. Ein Mann? Ein Mann? Ich hatte noch nie einen Mann als Ratgeber. Interessant. Ich glaube, jetzt muss ich etwas im Gestaltungsmodus kaufen. Das ist halt eine Einführung, also... Was kaufe ich? Kinder. Na, ich kaufe was Nützliches. Ja, ich kaufe mir gescheites Bett. Das Bett passt zwar farblich nicht wirklich dorthin, aber Herrgott, komm! Ach. Passt. Gekauft. Jetzt muss ich den Thronsaal für eröffnet erklären. Die politischen betrachten. Das sind meine Nachbarkönigreiche Nachlässigen und Werkesloh, die mir sehr loyal sind. Loyal. Na komm. Verdammt, ist das ein Schuh. Also heute rede ich dauernd nur Blödsinn. Tut mir wirklich leid. Was willst du bauen, Hoheit? Müsste eigentlich der Quest... Ja! Quest beendet. Und ich habe so viele Erfahrungspunkte bekommen, dass ich ein Level aufgestiegen bin. Sehr gut, das war mein Einführungs-Let's Play zu Sims Mittelalter. Ich bin mir nicht sicher, ob ich weitere Quests bestreiten werde. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Es gefällt mir schon sehr gut, das Spiel, aber ob ich dann wirklich so viele Quests zu spielen. Schauen wir mal, also ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr wollt, mag ich weiter, wenn nicht, dann nicht. Ich bin mir selbst noch nicht sicher, ob ich das weitermachen will. Vielleicht ein paar Quests noch zeigen, die Gilden. Ja. Und wie ihr sehen könnt, ich habe 10 KP für den Quest bekommen und kann jetzt Sachen bauen. Zum Beispiel die Klinik oder den Zauberturm.
Mache ich aber nicht, vielleicht im nächsten Part. Schauen wir mal, ob es im nächsten Part gibt und ich hoffe auf ein Feedback. Also, danke fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao!